Spawn gegen ihn. Und Amar will auch den Gürtel, sagt er die ganze Zeit. Musst du dann gegen Amar kämpfen? Bruder, erstmal muss man die Frage erstmal klären, was mit Amar und Dudi ist, weil ich glaube, da war ja irgendwas. Ich habe jetzt nicht alles mitgekriegt, aber erstmal muss gucken, dass Amar gegen Dudi kämpft. Erstmal, so wie ich das mitgekriegt habe. Und dann mal gucken, ich weiß nicht, Bruder, weil der Kampf von Dudi war ja eigentlich, gegen Bösemann war ja eigentlich, Amar sollte ja kämpfen, aber dann hat Amar ihn ja. Aber Sinan, bist du nicht der Meinung, zum Beispiel Dudi ist zwar kein starker Gegner, aber Dudi hat ihn viel leichter so besiegt als du. Du hattest nicht so viel Luft wie Dudi, oder findest du das nicht so? Also du bist stärker, was Preis und so angeht, aber Luft und Kondition war bei ihm Dein besser. Empfang Fandest du nicht, oder? ist ein bisschen schlecht, Bruder. Man konnte nicht alles verstehen, was du gesagt hast. Wenn du kannst, bitte wiederholen noch mal, bitte. Hast du mich Jetzt höre ich gerufen? besser, Wallah, aber gerade nicht. Sag noch mal, bitte. Fandest du nicht, dass Dudi viel leichter gegen Bösemann gewonnen hat als du? Also er Ja, hatte du mehr darfst Luft als du. nicht vergessen, Bruder, als ich gegen Bösemann gekämpft habe, das war mein erster Boxkampf. Dudi hat schon 4 Kämpfe gehabt, als er gegen Bösemann gekämpft hat. Ja, Verstehst du stimmt das? auch. Das heißt, der hat schon 2, 3 Kämpfe gehabt. Ich hatte einen Kampf, habe 2, 3 Wochen nur trainiert. Aber trotzdem habe ich Bösemann platt gemacht, weil er eine Fotze ist. So, der ist. Warum nennst du ihn Der so, ist eine Bruder? Fotze, Bruder. Das ist ja. Bruder. Aber ich bin dir ehrlich, du musst gegen Zeus mal kämpfen. Ich höre Das alles. Elite wird sich niemals mit diesen Personen messen. Papa Kral, Abu Sa'inak, Verstehst Papa Kral, zahl mal die Steuerschulden von Barello, du? Leute, Habibi. warte kurz. Wenn du ein Ich will Ehrenmann jetzt bist. Musik von Neuss. Wie geht's dir, Sinan, Bruder? Habibi, Papa Kral, wie geht's? Danke, Wallah, auch gut. Ich küsse dein Herz, Bruder. Zahl auch meine Steuerschulden. Ich. Inshallah, inshallah. Ich Oh. werde euch alle befreien. Alle. Hey, Ja, Bruder. Sinan, warum tust du nicht Dings herausfordern, den Bruder, Zeus? Muss raus. Muss ich raus. hab schon mal gesagt, ich würd gegen den kämpfen. Eigentlich traurig, weil er war mein Freund, Bruder. Er war mein Hallo. Bruder. Weißt Ja. du, was ich meine, Barillo? Ja, muss raus. Der Mois war, also Zeus, der war immer mein Bruder, weißt du, für mich. Und es ist traurig, dass das überhaupt so weit gekommen ist, dass man überhaupt kämpfen muss. Aber er hat mich öffentlich auch Hurensohn und so genannt, ohne Grund, weißt du. Ja, Wallah. Ohne Grund, obwohl ich denen geholfen habe, obwohl ich zu ihm stand, Bruder, der ist verrückt, Bruder, geworden. Ich weiß nicht, warum der so gegen Ich mich schreibe mir ist. WhatsApp. Deswegen, traurig. Er war immer Leute, mein Freund, ich Bruder. Ich gehe habe ihn raus. auch immer Ich gehe unterstützt. raus. Aber so ist Leben, Bruder. Eine Papa Kralle, Papa bitte. Kralle, Papa Kralle. Warte, ich tue Zeus rein. Ich tue Zeus rein und Man sage das kann, vor was ihm. man will sagen, aber ich verstehe Mois, dass er keinen vertraut, Wallah. Ja, das ist ja eine Sache, dass er keinen vertraut. Aber Leute, die zu ihm standen, beleidigen, ist auch nicht gut. Guck mal, Sinan, der Mann bekommt, Bruder, der wird überall gehasst und so. Weißt du, was ich meine, Bruder? Er hat Psychose, verstehst du? Man muss ihn verstehen. Seine Frau fremdgegangen, Bruder, mit bester Freund. Mit einem jüdischen Schwanz fremdgegangen. Ey, Bruder. Ich sag Bruder, nicht so, Bruder. Bruder, sag Guck nicht mal, so. ich küsse dein Herz. Ihr müsst erstmal ein bisschen. Barello, Kuyeo, Kingu, Venit, Kuyeo. Salam Aleikum salam. Aleikum. Das ist der King, Sinan, das ist der King, dieser Kosak, das ist King of Albanien. Salam aleikum. King of Aleikum Albanien. salam, bro. How are you? Er ist Mafia-Boss. Barello, was hat er noch Trigoi, mit dem Trigoi, 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 Hey, Germania, my name is Cosaco Albania, the King Albania, the number one. Number Okay? one, The number number one. one, my name is King Cosaco. King Cosa number one. Yeah. Barello, Trigoi, Tino, Germania, the number one, we can't believe it. Der ist der bekannteste in ganz Albanien. Wenn der einmal reinkommt, Multi Multimillionär, der Millionär, Bro. Ey, Grecis, Lefte, Barello, Suisse, Besser, Mann. Ey, er kackt Geld, er nimmt Wallah, das Geld nicht mehr ernst. bester. Der Typ ist der reichste in Albanien, der größte Gangster, den je Albanien je gesehen hat. Der Bester Mann Mann. ist King. Bester Gangstaro. Barello, Gangster-Gangstaro. my brother. Barello King, National, Bro. Barello is National. My fourth year. Mo King with Mein around Freund, ihr Teletik, King der King, na ne Motor, King Hero. Egal, Na ne Motor, Bro. Barello, O ti Bruder. Barello, počas tu no, me TikTok un tato. Warte, Sinan. Erstmal auf jeden Fall. Aber im Big Match bewohnt. Oh, ey. Ku është ai kapital, bra, ova, ma thirë pa kapitalin, rrë. Më ka Was sagt thirë er?
Er sagt, Kapital Bra ist ein Hund und so. Er übertreibt seine Lage. Du hast scheiß Empfang, Bruder. Auf jeden Fall, Bruder, was ich sagen wollte, erstmal Assalamu alaikum, alle, die zuschauen. Ich küsse euer Herz. Inshallah, seid ihr alle gesund und bleibt gesund. Und wegen Zeus, Bruder, wie gesagt, muss man mal abwarten, was da passiert, was kommt, was nicht. Also ich bin immer bereit. Ganz entspannt. Ich kann Albania, crazy man. It's crazy. Albania, all crazy. All gang. Yeah. Albania, crazy. I'll shoot my German. Chechenian. Scheißen. Sina, siehst du, wie die lachen, obwohl ich beide rausgegangen habe. Aber dich respektiere ich. Dein erstmal, mein Bruder. Ich respektiere dich, ich schwöre, ja. Das geht nicht. Wie gesagt, Bruder. Bruder, macht euer Ding, Bruder. Macht euer Talk. Bruder, guck mal, weißt du, was wäre von uns ein Unterstützung zu Mois? Die Leute sollen uns auf iTunes seine Musik kaufen. Wallah. Mensa, Miro. Bruder, kauft, unterstützt, macht, wie ihr wollt, Bruder. Yani, keiner sagt, kauf nicht, mach. Aber Bruder, dieser Song wenigstens, dieser, wie nennen wir das? Wofür? Albtraum. War schon krass von diesem Albtraum. Sei ehrlich, Bruder, Wallah. Ja, Bruder, er hat halt Songs, die sein Herz berühren, Jani. Aber ich glaube, von seinem Herz. Mensa Miro ist der Beste. Mene Miro? Ja. Mensa Miro. Wallah, du. Wallah, du. Ey, Sinan. Warte. Sinan, ja, ich habe eine Frage. Denkst du könntest den besiegen? Den Zeus? Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn ich gegen Zeus kämpfe, Zeus ist wenigstens ein Gegner, Bruder. Weißt du, der kann was. Nicht wie böse ja. Kelp. Der kann gar nichts. So, aber. Okay, was ist mit dir und ABK? Sorry, dass ich so frage, aber ich frage aus. Mit mir und ABK ist alles gut, Bruder. Ist alles ein bisschen Missverständnis, alles cool, ist Khair, Bruder. Es ist nichts Wildes. Der macht sein Ding, soll sein Ding machen, Bruder. Alles ist gut. Ja, Wallah, ich finde das krass bei dir. Ich schwöre. Eigentlich bist du der Typ, der mit ihnen redet, aber. Bruder, ich habe so lange Khair, bis die Leute Klicks und Geld wittern. Und dann, wenn du einen von die dann plötzlich seine Mutter fickst, dann holen die rum. Dann kommen die Tränen raus. Aber so ist Leben, Bruder. So ist das Business, Bruder. Ne? Viele falsche Leute, viele falsche Freunde in diesem Business. Es gibt halt keine echte Freundschaft in diesem Business. Die Leute, die man hier kennenlernt, sind alles auch Leute aus Internet. Das sind nicht deine Kindheitsfreunde. Das sind Leute, die nur ihre Vorteile wollen. Und wenn du am Boden liegst, guck doch mal bei dir, Bruder. Du bist nach Albanien. Wie viele haben dich angerufen? Wie viele? Wallah, ich bin dir ehrlich, sehr wenige. Jani, sehr, wenn sehr bei einem wenige. Läuft, sind alle da. Wenn bei einem nicht mehr läuft, dann tun die so, ja, alles gut, aber machen mit dir nichts mehr, weil nicht mehr läuft. Du bist nicht mehr hier in Deutschland, du bist in Albanien zum Beispiel. Wallah, stimmt. Die rufen Wallah, dich Wallah, nicht stimmt. an, Bruder. Die rufen dich an, wenn wieder die Zahlen steigen. So sind die immer. Wallah, ja. So sind die immer, mein Bruder. Verstehst du so? Das ist eine Zwecksgemeinschaft. Jeder will seine Vorteile. Aber, Bruder, was denkst du? Farid Bang gegen Zeus, wer würde gewinnen? Ehrlich. Ja, Bruder, es ist schwer zu sagen, wenn du mich meine ehrliche Meinung fragst. Ich weiß, dass Farid auf jeden Fall boxerisch begabt ist, Bruder. Farid kann boxen, Bruder. So. Wallah, du hast Wahrheit gesagt. So. Tust du mir einen Gefallen, Bruder? Sinan? Kannst du mich mit Farid anfreunden? Weil ich will mit denen auch befreundet sein. Weil ich habe ihn früher gefeiert, wo ich in Albanien gelebt habe. Früher, wo ich klein war. Ich habe mit Farid gehört. Redest du wie Roboter. Ich verstehe dich nicht. Sag nochmal bitte. Kannst du mich mit Farid anfreunden? Wallah, wenn Farid Interesse hat, warum nicht? Kann man alles machen. Aber wie gesagt, Bruder, Zeus kann auch boxen. Ja, nee, ich war jahrelang mit ihm. Er ist ein guter Kampfsportler, Bruder. Er kann diese... Der hat ja mit Judo angefangen, als der klein war. Hier Karate und sowas. Der kann sowas. Weißt du, ich meine, Jani, er lernt auch schnell, wenn es um Boxen geht. Aber ehrlich, es ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen, weil Farid ist ein sehr, sehr starker Boxer, Bruder. Ich bin der Ehrlich. Ja, ich habe keinen Schatz gegen Judo, Wallah. Ich habe Judo Spaß kurz. Weißt du, ja, Bruder, du machst diese Judo Taekwondo, du machst diese Tricks. Ich küsse dein Herz. Sina, sei ehrlich, du liebst Magomed gar nicht, ja. Wallah, ich mag Magomed. Ich kenne Magomed lange, Bruder. Ich mag ihn, der weiß das. Ja, du magst ihn. Korrekt von allen. Du magst ihn, ja, aber du nimmst ihn nicht. Sei ehrlich. Was meinst du mit ernst nehmen?
Ja, so, so, wenn er Bruder kämpft und so. Sei der ist, guck mal, ich sag dir was, wenn ich eine Schlägerei mache und jetzt ein paar TikToker mitnehmen muss, voila, ich nehme Margo mit auch mit. Ja, nee, ich kann mich auf den verlassen, weil ich weiß, der kämpft. Was heißt auch mit? Ja, die gibt es noch ein paar andere, die auch stark sind, die man mitnehmen kann. Die, die stark sind von TikTok. Deine Eier auf deren Köpfe. Like, du bist doch keine zwei Tage in Albanien. Schon fix uns mit deinen Fitner. Bruder, was soll passieren? Ja, denkst du, einer von denen fährt bis nach Albanien? Sind nicht mal bis nach Hannover gekommen, sollten nach Kosovo fahren. Ich schwöre. Ich küsse dein Herz. Aber wie gesagt, Bruder, ich habe ja persönlich eigentlich so nie gegen was gegen Toys gehabt, Bruder. Das ist jetzt alles, hat sich so in eine komische Ecke entwickelt, Bruder. Ich verstehe ja auch seinen Schmerz. Aber es ist halt alles so, Bruder, ist es. Aber kannst du dir, kannst du die Hand reichen, Bruder, wegen Kher? Kannst du die Hand reichen wegen Kher und so? Damit er. Wer will Kher? Oder willst du nicht? Du mit Zeug. Bruder, Kher machen. Es ist sehr viel passiert, Bruder. Auch alles von seiner Seite aus. Es ist ja nicht von mir ausgekommen. Weißt du? Es ist schwierig. Man muss gucken. Er hat zu viel Scheiße gebaut, Bruder. Auch mit uns und so, weißt du, das ist nicht mehr so einfach, immer einfach Kher, Kher. Das ist ja kein TikTok-Ding. Das, Bruder, es geht um. Das echte Leben, Bruder. Es ist nicht nur einfach irgendwie so ein TikTok-Match. So, ich finde das auch traurig. Ja, Bruder, egal, was ich mit denen habe, egal, wie ich denn nicht mehr gut mit denen bin, scheiß auf den, egal. Aber dass er auch so ist, tut mir auch irgendwo leid, aber irgendwo auch nicht. Das ist so 50-50, Bruder, weil es ist so. Keine Ahnung, Bruder. Ich könnte jetzt viel sagen, Bruder, aber es ist auch, wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, so über einen einfach jetzt hier so in live schlecht zu reden für Klicks irgendwas. Macht euer Ding, Bruder. Nein, nein, nicht für Klicks, Bruder. Es geht darum, also die beiden mal anzusprechen, wie du das hältst von deiner Seite, weil ich habe nur deine Bruder, Seite gehört. Wenn du meine Seite hören willst, können wir in Ruhe mal reden, Bruder. Weil so jetzt hier im Live, weißt du, da muss ich ja ausholen, Bruder. Da geht ja viele Punkte. Die Leute sehen ja nur ein, zwei Punkte. Die Leute sehen ja nur, ja, da ist jemand fremdgegangen, ja, jetzt, der ist verrückt. Aber es gibt ja viele Etappen, Bruder. Da ist ja keiner von denen unschuldig, Bruder. Weder Sunny, noch die Frau, noch Mois, die sind alle schuldig, Bruder. Aber wer am Ende leidet, Bruder, sind die Kinder, Bruder. Das ist das Problem. Die werden irgendwann älter, Bruder, die sehen das. Wallah, hast du richtig, verstehst du? Wallah, meine Kinder sehen das. So, und, Wallah, ich bekomme fast Gänsehaut. Wallah, du hast richtig gesagt. So, weißt du, so, irgendwo, guck mal, Mois hat irgendwo auch noch ein gutes Herz gehabt auch. Das ist jetzt kein Unmensch gewesen. Aber er hat sich halt so etwas entwickelt, was nicht mehr so korrekt ist, Bruder. Und über die Frau will ich jetzt auch nicht schlecht reden am Ende des Tages. Weiß Allah am besten, was sie getan hat, was nicht. Weißt du, was ich meine? Aber am Ende des Tages, guck mal, die Frau hat, ja? Und San Diego hat was mit ihr gemacht. Dann ist San Diego genauso ein Schwanz. Verstehst du, er ist ein Freund, er ist ein Schwanz. Er hat das gemacht, dann ist er ein Schwanz. Sie ist quasi von den Abgehauen, ist zu denen gegangen, ist auch der letzte Rotz. Der hat die geschlagen, hat das und das gemacht, der ist der letzte Rotz. Ja, die alle drei sind schuldig, auf seine eigene Art und Weise. Tillan, wenn ich dieses San Diego sehe, ne? Wallah, ich werde ihm richtig. Ja, Bruder, tu, was du tun musst. Ein Mann tut das, ein Mann tun muss. Mohammed, du. Hast nicht mal Azadi was angetan? Lass mal ruhig. Bruder. Ey, Sinan. Noch eine Frage dazu, ja? Zum Beispiel, ist von alleine ausgegangen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Alles gut. Gut. Wie gesagt, Bruder. Guck mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Wo warst du stehen geblieben? Bei Manuelsen. 200.000 Follower nur durch Zeus. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wallah, ehrliche Frage. Oder das ist jetzt eine Fanfrage. Wieso soll ich dir das? Manuelsen ist egal. Manuelsen ist Manuelsen. Der ist seit 20 Jahren. Der war schon wieder noch, ich weiß nicht, wo wir waren. Weißt du, ich meine? Manuelsen ist, was Talent angeht, musikalisch gesehen, ist Manuelsen ist ein Star, Bruder. Und weißt du, auch was Boxen angeht. Auflaster. Hä? Auch was Boxen angeht, Boxen, Bruder, auch ist was. Ja, der kann Boxen, Bruder. Ist jetzt, ne? Man hat jetzt nicht viel von seiner Leistung beim Boxkämpfen gesehen, Bruder, aber er kann. Doch, 30 Sekunden, Bruder, 30 Sekunden. Ja,
aber das, da hat man ja aber nicht viel Leistung gesehen. Da war ein rechter Punch, der war krass und ciao. So, aber man darf nicht vergessen, Zeus hat ihn auch gepusht. Ja, Zeus hat auch denen geholfen, ist ja klar. Ist ja nicht so, dass er denen nicht geholfen hat. Er hat uns ja alle geholfen. Wir haben ihm geholfen, er hat uns geholfen. Ist ja eine Gemeinschaft. Was ist meine? Ich habe eine Frage an dich, Bruder. Eine ehrliche Frage, ne? Ja, Bruder. Hat Manuelse 500.000 Follower und nur 100.000 Aufrufe? Das wundert mich. Was? Er hat 500.000 Follower auf Instagram, aber nur bis 100.000 Aufrufe. Oder das ist Shadowban-Algorithmus, ich habe keine Ahnung, nicht, das ist nicht immer, ja, das heißt nicht so oder. Aktiv und so, das hat damit nichts zu tun. Es gibt Leute, die haben 800.000 Follower, die haben nur 10.000 Likes auf Bilder, Bruder. Die sind, darfst nicht vergessen, Bruder, einer wie Manuelsen oder ich oder auch ein paar andere, wir haben Instagram seit 10 Jahren, Bruder. Ja, wunderbar, Bruder, ich glaube. Ja, wir haben Instagram seit 10 Jahren, das heißt, wie viele Accounts davon sind gar nicht mehr aktiv? Weißt du, was ich meine? Ja, nee, ja. Accounts vor 10 Jahren, 8 Jahren. Die Leute, die manche, die kommen in ihr Account nicht mehr rein oder folgen dir nicht mehr oder was auch immer. Das ist halt so. Weißt du, was ich meine? Ich wollte noch wissen. So. Aber wie gesagt, Bruder, es ist ja auch wirklich, muss man auch tacheles, egal ob ich Streit mit Mois habe oder nicht, ist ja egal. Ist jetzt erstmal daneben gestellt. Hat trotzdem auch gepusht und geholfen, darf man dankbar sein. Ich bin auch dankbar, Bruder. Ist ja nicht so, dass ich undankbar bin. Ne? Aber es ist ja, wie gesagt, das ein Geben und Nehmen, Bruder. Er hat geholfen, ich habe geholfen. Wir haben ja dafür gearbeitet. Wir haben ja nichts geschenkt bekommen. Hast du ein Interview auf meinem YouTube gesehen eigentlich mit Nebel und mit Zeus? Was? Ich höre dich nicht, Bruder. Ja, habe ich gesehen. Ja, ich höre dich jetzt ein bisschen besser. Moment, hörst du den? Nix, sein Internet. Dann bist du in der Werkstatt am Arbeiten. Was mit deinem Empfang hier sein? Hörst du mich? Bruder, man hört dich wie Roboter. Muss kurz warten oder so. Und jetzt? Lass uns gehen, Barelski. Und jetzt? Barelowski. Jetzt hört man, oder? Warte, hängt noch ein bisschen. Hängt, Bruder, hängt. Rede mal. Voila, ich höre den. Hörst du den, Margo? Nein, schön, ich schätze jetzt. Sag mal, was, Barello? Was, Margo, du bist ein schlechter Boxer. Ja, das hat er gehört. Auf eure Köpfe. Ja, das hört ja, ne? Jetzt hört ja. Hast du mir gesagt, oder was? Nein, Bruder, nicht so. Wer hat das direkt ausgenutzt? Jetzt rede schnell. Sag mal, rede. Er macht Stream aus 2004, ja, Salami. Der Stream von Mikrowelle. Ja, Wallah, ja. Jetzt hört man dich besser. Oder ihr seid beide Kings, ja, ich schwöre. Dein Herz, Bruder. Was wolltest du jetzt sagen? Jetzt hört man dich besser. Wo bin ich stehen geblieben? Und was ging jetzt? Nabil und Zeus, meinst du irgendwas? Ja, er hat gesagt, dass er für 20 Leute im Keller jeden Tag Essen geholt hat und so. Stimmt das? Also jeden Tag über 1.000 Euro ausgegeben? Ja, was heißt jeden Tag? Also da muss man ehrlich sein. Der Zeus hat jetzt natürlich schon oft Essen ausgegeben. Bruder, aber was heißt das, Bruder? Wenn die Leute da hinkommen, Videos drehen, arbeiten den ganzen Tag, ist ja wohl das Mindeste, dass der Arbeitgeber sozusagen das Essen checkt. Aber er hat Essen geholt, Bruder. Es ist, die Leute haben gegessen, Bruder. Ja, nee, die Leute wurden nicht satt, Bruder. aber ich bin dir ehrlich, Sinan, du bist auch großzügig und so, wenn man mit dir ist und so, du holst auch Getränke, Essen. Ja, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich gebe gerne aus, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Warum nicht? Wir sterben nur einmal, mein Bruder. Du nimmst das Geld nicht mit, wenn du stirbst. Stark. Stark, Wallah, stark. Bruder, kannst du bei PayPal mir 20 Euro schicken? Wenigstens, Wallah. Bruder, wenn du ein Mann bist. Dein Empfang ist schlecht gerade. Jetzt auf einmal Empfang, ne? Bruder, ich schwöre bei Gott, ne? Like, ich schicke dir sogar noch mehr, Bruder, aber ich habe nicht mal PayPal. Wallah, ich schicke dir. Warum sagst du? Ich nicht mehr. Wallah.
ich höre dich nicht. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Bruder, so ein Paypal-Schicht, Bruder. Ich hab kein Paypal, ich würde dir schicken, Bruder. Aber dein Internet, genau jetzt, wo du Geld brauchst, klappt nicht. Das ist super. Hey, warte kurz, weil hast du zu mir das gesagt? Du hast immer gemeldet. Also, Bruder, ist es echt der Mois oder nicht? Was schreibst du da, Mois? Ja, Maniak, Bruder, sagst du zu mir das? Bruder, Bruder, was ist los mit dir? Ja? Bruder, er muss in Psychotherapie gehen, ja, soll er mir, wenn er sowas sagt. Weißt du, Bruder, ich dachte, du verteidigst den Landisten. Bruder, ich hab deine Musik gepusht, du Maniak. Ich komm mit Barello rein und du sagst zu mir, ja, soll er mir machen, das an Köln pitch, Wallah, Billah, ich muss für dich reden, ja, soll was für ein hinterhältiger Hund bist du? Oh. Aha, chill doch mal. Ich glaube, das ist Fake-Account. Ich glaube, das ist Fake. Glaubst nein, das ist echte. Wallah. Das ist ein richtiger. Bruder, ich unterstütze ihn an. Bis geht nicht mehr, Bruder. Er macht sowas, ja. Wallah, ja. Undankbar Hund bist du, mehr bist du nicht, wa? Du willst auch genauso chillen mit San Diego, so Maniak. Das gehört zu dir, Wallah. Ey, Sinan. Ich glaube, der Typ würde dich hauen. Der Typ. Langbar, Almut, ja, bist du. Ja, Maniak. Manchmal diese Masse, immer diese Masse schreit dir immer bei dieser Instagram, warum? Langbar, Almut. Almut ist wirklich ein krasser Boxer. Bei Allah, der ist gut. Bruder, der Bahar ist mein kleiner Bruder, ich kann den nicht schlagen, Bruder. Ja, ja. Immer wenn man Angst hat, kleiner Bruder. Oder ich sag dir ehrlich, Bahar Almut ist wenigstens einer von denen, die boxerisch Talent haben. Bei Allah, ja. Hast du Talent? Wallah, du hast Talent. Hey, man denkt, die Bums gerade. Ja, weg. Kein Jack. Mach dir das. Weg mit dir. Rausgekickt. Magomed. Hey, hallo. Nein, Bruder, ja. Lass mal TikTok live gehen, Wallah. Wollen wir TikTok? Ja, Wallah, lass mal TikTok live gehen. Hey, nein, guck mal, wer Einladung geschickt hat. Sorry. Er will mit mir streiten bestimmt. Das soll in dir rein. Der Ahad schreibt, das ist der echte gewesen. Also das ist dann echt, das ist ein echter Account. Aber du siehst jetzt, guck mal, Magomed, du machst dich für einen stark, du unterstützt einen und er fickt dich. Genauso war das bei mir. Ich habe ihn auch aber warum? Er hat einen Sieg angemacht. Verstehst du, was ich meine? Das ist leider so. Du willst einen Mensch stellen, der fickt dich. Den, dem ihr folgt, Leute. Ja, ich sehe voll viele, die mir folgen. Wallah, ich werde ihn auseinandernehmen. Bei Allah. Wallah, das ist ein Bruder, was soll denn? Hey, Barello. Ja, mein Bruder. Gibt's für dich keine Chance, nach Deutschland zu kommen? Bruder, ich kläre erstmal ein paar Sachen mit Arbeit und so und dann inshallah erstmal auch Steuerschulden so mit Raten so zahlen. Inshallah und dann. Okay, und jetzt bitte sag mal bitte, wer hat dir vor 2 Jahren gesagt, dass das passieren wird?